sich lang genug und jeder will zum Beispiel mal als Nazi endlich mal eine zweite Weltkriegskampagne spielen. Das fehlt zum Beispiel. Ja. Wird eventuell auch mal kommen, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich werden es wir nicht mehr leben, wahrscheinlich wird es in 100 Jahren mal soweit sein, wenn dann keiner überlebt, irgendwas damit zu tun hatte. Oder auch nicht, wir werden sehen. Aber das ist eh mittlerweile, also es gibt kaum mehr Leute, die im Zweiten Weltkrieg wirklich... Ja, okay, sagen wir nicht, aber die damit noch irgendwie zu tun haben, die mit aufgebaut haben, etc. Weniger. Also ich sag mal, meine Oma ist 92 und wurde 1923 geboren, die hat vom, nee, mittlerweile wird alles blöd, jetzt doch, sie wird 93. Es gibt nicht mehr viele Leute und wenn du nicht vor, sagen wir mal, 1930 geboren bist, dann hast du davon eh nicht viel mitbekommen. Weil ja, als Kind, also ich kenne es nur, also ich kenne schon aus dem näheren Familienkreis, also dass man schon, wenn du als Kind da im Krieg das erlebt hast, das schon noch, also du hast es vielleicht nicht so ganz verstanden, was du willst, aber wenn halt die Bombensirenen losgehen und du in einen überfüllten Keller... Und zu unterstellen, dass er damals ein Nazi war. Ach so, meinst du das? Auf diese... Ach so, nee. Weil du gerade gesagt hast, damals... nee. Hast du das gesagt, in 100 Jahren lebt dann keiner mehr, der Nazi ist? Nein, nicht Nazis. Ich meinte, so, dass da diese Mentalität weg ist, dass man ein Spiel aus dieser Sicht eventuell machen könnte. Ach so. Das meinte ich. Was halt bei dieser Nazi-Debatte... So. Das ist ja Tabuthema. Ich glaube, das liegt einfach eher daran, dass du hauptsächlich... Also Call of Duty, amerikanischer Markt eben. Und da willst du ja nicht... Die Amerikaner, ja, gerade mit ihrem Patriotismus, nicht, die wollen ja nicht sich selbst abknallen. Es geht auch nicht um Call of Duty, sondern um... allgemein. Ja, um ein anderes Spiel, aber... Es ist halt... Die Schwierigkeit ist einfach die, dass... egal wie lange diese Zeit weg ist, oder ich sag mal, auch in 100 Jahren werden wir immer noch das Problem haben, dass die Nazis damals halt blöde Wichser waren, die alle gequält haben. Und du kannst... ja, es ist so. Ja, und du kannst, und du kannst in einem Spiel halt nicht zeigen, wie du... Klingt jetzt harder, wie du halt die Juden vergaßt, das geht halt nicht. Und da ist halt dann auch ein bisschen wie soll ich sagen, es ist halt ein bisschen schwierig, dann was zu finden, was du zeigen kannst, ohne irgendwie gleich große Probleme zu bekommen. Was du, da würde ich gar nicht mal, also wenn wir jetzt mal von einem Zeitraum von 100 Jahren, wo wir eh nicht mehr leben werden, oder sagen wir einfach mal, wir werden vielleicht 80, 90, sagen wir mal in 60, sagen wir mal in 60, 70 Jahren einfach mal. Ich meine, wir haben ja aktiv mit dem Krieg gar nichts mehr zu tun. Du hast schon recht, also, dass man das spielerisch darstellt, den Holocaust, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Du weißt aber andererseits auch nicht, so traurig das auch ist, was in der Geschichte noch schieflaufen kann. Auch in Deutschland kann alles wieder in den Bach runtergehen, dass wir auch wieder ein viertes Reich und alles haben. Das ist unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Du kannst auch wieder einen neuen Krieg bekommen. Das ja, weißt du halt alles nicht. Also gut, jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung. Ja, warum nicht? Aber dass irgendwann wieder ein Krieg ausbrechen wird, da wollen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten. Und ich glaube nur, dass der Anfang dieses Jahr eher, ich möchte jetzt nicht irgendwie, hoffentlich stehen jetzt nicht bald irgendwelche Asiaten vor meiner Tür, die mich umbringen wollen oder so, aber ich denke, uns ist allen klar, welches Land für diesen Krieg wahrscheinlich, wie soll ich sagen, mitverantwortlich ist, aber mitverantwortlich ist noch zu wenig. Ja. Nein, die dafür verantwortlich sind, ganz klar. War erst vor ein paar Tagen, ging es ja darum, von wegen hier Wasserstoffbombentest, war ja im Endeffekt keine Wasserstoffbombe, war ja nur eine kleine Atombombe, okay. Aber da wird wieder ein Krieg ausbrechen und trotzdem, das sind alles Sachen, die kannst du einfach nicht darstellen so in Spielen, weil wie willst du denn... Du kannst ja nicht, ja, du kannst jetzt die Atombombe steuern, hey, kannst jetzt hier entweder Hiroshima oder Fukushima oder sonst irgendwas wegbomben. Also Nagasaki, Fukushima. Ja, also. Aber trotzdem, ich sag ja nur, das ist alles schwierig darzustellen, so ein bisschen. Ja, also, aber du hast ja gesehen, also jetzt um wieder auf Spiele so ein bisschen zurückzukommen, wenn du dir Homefront anguckst, den Shooter, okay. Der thematisiert eigentlich den Konflikt, es hört sich scheiße an, sozusagen, aber das ist ja ein Konflikt, der wird zwangsläufig kommen, dass die Amis und die Chinesen sich das siehst ja, dass die Chinesen fordern da ja in diesem südchinesischen Meer diese Inseln für sich zum Beispiel, fordern andere auch, die wieder mit den Amis verbunden sind, letztlich geht es halt nur darum, ja, wer ist größer, wer ist toller, wie das halt letztlich schon immer so war. Und da hat ja Homefront, gut, da waren es die Nordkoreaner. Also wir wissen alle, Nordkorea wird niemals Amerika besetzen. Also das ist nein, totaler Käse. Aber trotzdem ist Nordkorea momentan das gefährlichste Land der Welt. Es ist so schwer zu sagen, weil die halt auch so undurchlässig sind. Das ist halt so, die könnten wirklich jederzeit den Knopf drücken und du weißt nicht mal, ob sie, ja klar haben sie Atombomben, aber oh, wie drücke ich das am besten aus? Ja, ob das jetzt ständig eigentlich nur so Geblüff ist und sich aufplustern oder ob da wirklich so die Gefahr also was halt steht. Auf jeden Fall ganz klar ist, was du gesagt hast mit China und Amerika, ich glaube, und in den USA, ich glaube ganz ehrlich, dass sich das in den nächsten Jahren
nicht entspannen, aber ein bisschen runterfahren wird. In dieser Diskussion um diese Atombomben und die Sanktionen gegen Nordkorea ist es jetzt sogar so weit, dass China, die ja sonst eigentlich auf der Seite von Nordkorea standen, gesagt haben, ja, wir stehen auf der Seite von den USA. Und das ist so der erste Schritt in die richtige Richtung, find ich. Du kannst momentan gegen Nordkorea nichts tun. Momentan ist es nicht möglich, weil die scheißen auf Sanktionen, die lassen ihre Bürger auch verhungern. Ganz ehrlich, ist so. Haben auch KZs. Und eben, also wirklich. Ja, klar. Und ja, wenn du kannst da nicht einmarschieren in dieses Land, weil dann zünden sie halt Atombomben und schicken sie irgendwo in die USA und dann ist halt vorbei. Keine Ahnung, wenn der erste Knopf gedrückt wird, dann können wir uns begraben gehen. Ganz ehrlich. Also ich glaube nicht. Also wenn Nordkorea wirklich ernsthafte Langstreckenwaffen hätten, dann wäre das Land schon besetzt. Also das glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass Nordkorea ist zwar schon eine Gefahr, aber sobald Nordkorea auch nur den Anschein macht, irgendwas loslassen zu wollen, die Südkoreaner sind ja durch die Amerikaner und auch durch sich selbst bis an die Zähne bewaffnet. Eigentlich alle Länder, die da, ja, Japan rüstet wieder massiv auf, dann auf den Philippinen hast du eine riesige US-Präsenz, China sowieso, dann hast du die Russen sind ja auch noch da oben irgendwo. Also die Nordkoreaner, ich denke mal, das ist einfach noch so eine Art Relikt halt aus dem Kommunismus, das ist halt noch dieser... Die sind auch... Weißt du, was es für ein Spiel bald geben wird? Hier, Assassinate Kim Jong-un oder so. Assassin's Creed spielt in Nordkorea. Ja, nein, dein Job ist einfach, diesen Kerl umzubringen. Film gibt's schon. Ja. Kraft, der hat ja auch durchaus ein Problem zu kämpfen gehabt, ne? Ja, mhm. Aber eigentlich nicht wegen der Thematik. Ja. Ja, aber da sieht man, es versuchen sich ja manche schon diese Themen anzunehmen auf künstlerische Art und Weise oder in bestimmten Maßen und Umfängen, die man da so machen kann. Aber es ist halt ein sehr, ja, zartes Thema, wo man nicht weiß, wie soll ich das wirklich anfassen. Das ist halt, das ist, glaube ich, gerade bei Zukunft eben der große Vorteil für einen Entwickler. Stimmt, ja. Du hast diese ganze Wertediskussion und alles, darf man das, sollte man das nicht, das hast du halt einfach alles nicht. Wenn du einfach die Föderation der modernen Staaten gegen die, was weiß ich, da kann sich keiner wirklich aufregen. Aber wenn du dann halt so ein Spiel wie Homefront hast, wo sich auch, was halt einfach im Prinzip so eine Fantasie von einem Hurra-Patrioten ist, so, ja. Oh, die bösen, bösen Asiaten marschieren in mein Land ein, dann packt der Redneck seine Schrotflinte aus und er schießt alle. Klar, für den Amerikaner ist das gut, aber es ist halt auch, klar, es sind, muss man nicht vergessen, es sind nur Spiele, aber ich, gerade auch so größere Spiele, behaupte ich jetzt einfach mal, können durchaus auch, vielleicht jetzt nicht direkt, aber indirekt zumindest schon auch Einfluss nehmen auf die Leute, die es spielen, ja. Was auch so Weltanschauung angeht. Und wenn du halt, du hast halt diese ganzen Call of Duties und sowas, das ist halt fast immer ziemlich unreflektiert, dass du einfach den guten Amerikaner hast. Dann hattest du halt meistens den bösen Russen oder vielleicht auch mal einen Moslem, also einen Araber vielleicht, aber hauptsächlich böse Russen zum Beispiel. Und, oder dann jetzt vielleicht in Zukunft dann eher böse Chinesen, weiß man ja nicht. Ich weiß nicht, ob das dann halt immer, deswegen finde ich dann, wenn es so wirklich weit in der Zukunft spielt, finde ich das in dem Sinne ganz gut, weil da gibt es dann meistens schon diese Staaten gar nicht mehr und da kann sich auch keiner wirklich drüber aufregen oder sowas. Und bei der Vergangenheit, wenn du ein Spiel in der Vergangenheit, da ist es halt auch, finde ich, immer so eine Sache, auch für die Entwickler ist es, denke ich, schwierig, sowas wie im Zweiten Weltkrieg, gerade wenn, also ich beziehe mich jetzt einfach mal auf Call of Duty, klar ist es schon so, dass dass da die Amerikaner vielleicht eher die Guten waren als Nazi-Deutschland, aber dann musst du natürlich auf der anderen Seite auch sehen, dass du, auch auf deutscher Seite haben Soldaten gekämpft, die vielleicht die nicht mal Nazis waren, das waren halt Soldaten, die haben halt den Befehlen gefolgt, das meint, weißt du? Achso, ich brauch's nicht mehr. Nee, ich glaube nämlich, dass mittlerweile das Mikro... Nee. Man nimmt sogar noch auf, okay. Hat ja vorher angezeigt, dass es überläuft. Dann kann ich wieder rübergehen. Achso, ja, okay. Nee, passt, okay. Ich war mir nicht sicher. Was du gesagt hast, es gab in Deutschland genug Soldaten, die keine Nazis waren. Das ist nur als Beispiel, dass man das absolut, halt nicht mit Schwarz und Weiß. Also keine Ahnung. Ich will das damit nicht verteidigen. Ich weiß nicht, ob eure Großeltern im Krieg waren. So. Nee, mein Groß ist nur als Kind, der war in der HJ halt noch. Und mein Opa ist geflogen im Krieg und ich habe ihn danach mal gefragt, ob er Leute getötet hat und, also es ist jetzt ein hartes Thema, aber gut, muss sein. Im Endeffekt hat er gesagt, ja, aber nur, weil er es musste und vor 4 oder 5 Jahren haben sie nach England eingeladen, also für die, die es nicht wissen, England damals Gegner. Nicht verbündet. Nicht verbündet, nein. Da haben sie ihn ausgezeichnet als großen Kriegshelden in England. England. Und zwar nur deswegen, weil den Engländern bewusst war, der geringste Teil der
der Soldaten, die im Krieg gekämpft haben, waren wirklich Nazis und waren gegen andere, sondern die haben einfach nur das gemacht, was ihnen befohlen wurde. Beziehungsweise sie haben für ihr Land gekämpft. Und das würden. Patriotismus ist in England und in den USA sehr hoch angesehen, sage ich einfach mal. Und deswegen haben sie auch Deutsche, die eigentlich Engländer getötet haben, in dem Sinn, in England ausgezeichnet. Es gibt, ich weiß jetzt nicht, ich weiß keine Prozentzahlen, aber ich bin der Meinung, es sind sehr, 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 sehr wenige der wirklichen Soldaten-Nazis gewesen. Ja, da musst du halt auch immer, im Nachhinein wird das also ein bisschen verfälscht. Klar, die NSDAP hatte Wahlergebnis von 98, aber das ist halt, das ist halt auch eine Sache, ab wann warst du ein, vor allem der Begriff Nazi, das muss man auch immer fairerweise sagen, aus historischer Sicht wird er heute viel zu oft verwendet. Die Rechtsradikalen, die wir haben, das sind alles schlimme Menschen, das sind auch wirklich Verbrecher, aber es sind oft keine Nazis. Nein, das darf man, also ich finde das immer ein bisschen problematisch, wenn man jeden als Nazi... Wenn man immer jeden als Nazi bezeichnet, finde ich, entwertet man diesen Begriff auch so ein bisschen und verharmlost ihn auf eine Weise, weil die Nazis hatten erstmal diese, also dann nehmen wir einfach mal die NPD heute, die steht in keiner Tradition zur NSDAP. Das ist was ganz anderes. Aber trotzdem werden die immer als Neonazis, finde ich, ein bisschen fragwürdig. Und die Soldaten damals, klar, sie haben vielleicht für Nazi-Deutschland gekämpft, aber gerade in Deutschland auch noch durch das ganze Preußentum, was wir hatten, da war dieses ganze Pflichtbewusstsein existiert heute auf einer gewissen Weise ja immer noch. Und also in Deutschland ist Pflichtbewusstsein schon relativ hoch. Und wenn du dann in der Armee auch noch bist, da das vielleicht verstehen, also ich habe jetzt auch einen Kumpel, der bei der Bundeswehr war, da seine Grundausbildung gemacht hat. Und du lernst halt einfach, du lernst da Befehle zu befolgen. Und wenn dir befohlen wird, du erschießt jetzt diesen Franzosen, der da kommt. Und was man, denke ich, nicht leugnen kann, bei aller, alles, was die Nazi angriff, war furchtbar, aber die Propaganda hat leider war gut. Also ja, leider, klar. Leider. Sonst hätte es ja nicht funktioniert. Nee. Im Endeffekt. Jetzt habe ich ganz ehrlich gesagt vergessen, was ich sagen wollte. So mit der Zeit wird man irgendwie ein bisschen matschig, wenn es um dieses Thema geht, finde ich. Also es ist sehr, ja genau. Es ist einfach bedrückend, finde ich. Vor 2 Jahren sind wir Weltmeister geworden und ich persönlich habe mich ganz, ganz schlecht dabei gefühlt, irgendwie eine Deutschlandfahne auf Facebook zu posten und boah, Weltmeister, bla. Keine Ahnung. Mag sein, dass wir mittlerweile, dass wir vor allem nichts dafür können und dass wir aus der Zeit eigentlich raus sind, wo wir uns für das, was unser Land damals getan hat, schämen müssen, aber trotzdem, schämen ist sowieso das falsche Wort, aber trotzdem irgendwie finde ich, dass Deutschland eines der letzten Länder auf der Welt sein sollte, wenn es um Patriotismus geht, die sagen, ja, wir hier, hallo. Und man merkt es ja, man hört es immer wieder von Leuten, die in irgendwelchen Ländern im Urlaub sind. Oder und deswegen auch die Flüchtlingssache. Finde ich gut, dass wir die Flüchtlinge reinlassen, weil früher haben sie genau das Gegenteil gemacht. Also es ist, man muss auch bei der Flüchtlingssache, man kann sowohl aus moralischer als auch aus Wirtschaftssicht, klar, es bringt viele Probleme mit sich, aber man... Selbst wenn man den kompletten Zweiten Weltkrieg und was wir alles in diesem, im letzten Jahrhundert alles, ja. Wir haben Europa 2-mal in Schutt und Asche gelegt und sich dann jetzt hinzustellen und dann, also ich finde es auch, also klar, man muss halt, ich finde, oft wird diese, dass man irgendwas differenziert betrachtet wird, bei der Flüchtlingssache komplett immer ausgeklammert. Ja. Entweder du bist total dagegen oder total dafür. Ich bin auch nicht total dafür. Nein, ich meine, alle rein. Natürlich muss es irgendwann eine Grenze geben, wo man sagt, okay, jetzt ist unser Land halt dann auch einfach mal voll. Und es scheitert aber vor allem, es scheitert ja auch letztlich immer am Geld. Das ist einfach, muss man ganz ehrlich sagen, theoretisch, also nur theoretisch, platztechnisch haben wir in Deutschland genug. Natürlich. Wir haben so viel leerstehende Flächen, vor allem, aber man müsste halt Geld ausgeben. Wir haben einfach in den letzten 10 oder, na, ich glaube 7 Jahren, was, 6 Millionen weniger Einwohner. Also vor ein paar Jahren waren es 81, jetzt sind es glaube ich noch 76. Das weiß ich gar nicht. Aber weniger, also es geht langsam zurück. Es geht zurück und deswegen kann mir niemand erzählen, dass die, wie viele 100.000 Flüchtlinge haben wir jetzt? 1 Million haben wir. Dieses Jahr ungefähr. Und bekommen. Dann sind es immer noch 4 Millionen weniger Menschen, die hier leben, als vor ein paar Jahren. Wir reden von 1/80. Und ja, da ist halt auch die Frage, wie viele bleiben dann letztlich da und wie viele gehen wieder zurück? Man darf halt nicht vergessen, also einfach ist es halt nicht, das muss man halt auch ganz ehrlich sagen, aber dann zu sagen, also es ist halt irgendwie lustig, eigentlich ist es nicht lustig, aber wenn man so erzählt, ist es total paradox. Du hast deutsche Firmen, die komplett global denken, die einfach in dem Land produzieren, wo es am billigsten ist und auch unser ganzer Wohlstand basiert letztlich darauf, dass wir Länder, die weniger haben, mehr oder weniger ausplündern.
ja, rohstofftechnisch. Das ist natürlich, wenn dann, also, das ist ja, die ist nicht nur bei uns so, klar, aber wenn dann die zu uns kommen, weil wir deren Land aus irgendwelchen Gründen ihnen die halt die Grundlage entzogen haben, ja, da kann ich, das ist halt Globalisierung. Unsere Firmen gehen dahin, wo es am billigsten ist. Und ich meine, überlegen wir jetzt mal nur bei uns im privaten Umfeld, wenn wir jetzt, ich behaupte es jetzt mal für alle uns drei, wenn wir in einer anderen Stadt irgendwo einen tollen Job bekommen oder vielleicht auch im Ausland einen tollen Job mit einem guten Gehalt, ja, wer sagt dann, nö, will ich nicht? Wenn du die Chance hast, woanders hinzugehen, oder wenn wir hier, wie es in Spanien ja so ist, als da hast du eine Jugendarbeitslosigkeit von an die 50%, würdest du, also ich würde keinen, stell dir mal vor, von uns wären jetzt zwei komplett arbeitslos, dann kann ich euch doch dann keinen Vorwurf machen, wenn ihr dann irgendwie nach irgendein Land geht, wo es halt besser ist. Also, ja, man, was ich finde ich bei dem Thema, wenn wir so ein bisschen die Brücke wieder zurückschlagen, worum es eigentlich geht. Nee, das finde ich gar nicht so verkehrt, aber das ist auch so ein Thema, was ja jetzt so seit ein, zwei Jahren recht heiß wird und sich so aufbauscht. Das kann in mehreren Jahren, muss auch gar nicht so ungefähr in der Zukunft sein, durchaus eine Thematik sein, die man in verschiedenen Kunstformen, in Film, ja, in Spiel total gut thematisieren kann. Hat man es ja schon. Also, ja, wie viele Filme gibt es schon jetzt natürlich in Richtung Krieg? 100 Millionen und ich glaube auch schon einige in Sachen Flüchtlingspolitik. Weil das Problem besteht ja nicht erst dadurch, dass es durch die Medien hier in Deutschland seit, weiß ich nicht, ein paar Monaten halt wirklich jeden Tag thematisiert wird, und dann dieses Problem, dass hier viele Leute herkommen wollen, weil es in ihrem Land nicht mehr funktioniert zu leben, das haben wir schon länger. Seit Jugoslawienkrieg. Ungefähr, ja. Seit 1990. Es gab dann halt immer mal. Genau. Ja, ja. Es gab dann immer mal wieder. Es ist halt so eine Welle, wo halt mal immer wieder Leute kommen, dann kommen mal wieder keine. Es kommen natürlich immer welche, aber, halt aber nicht, so nicht so viele, genau. Und wie gesagt, also. Dieses Problem haben wir nicht erst seit ein paar Monaten, so wie es dargestellt wird, sondern das ist schon eine ganze Zeit, und deswegen, wie gesagt, ist es schwierig. Da, deswegen gibt es auch schon Filme darüber und solche Sachen. Und gut, wie man, auch wieder das Problem, wie man sowas in einem Spiel darstellen will, weiß ich noch nicht. Willst du jetzt den Flüchtling spielen, der ins Boot steigt? Nein, so meine ich es natürlich nicht. Ja. Aber. Ja. Nein, so meine ich es nicht, aber man kann, wenn du jetzt so Sachen zu spielen nimmst, die politisch angehaucht sind, nehmen wir jetzt zum Beispiel, oder in Sachen Aufbau, nehmen wir zum Beispiel Civilization, mal so blöd her. Nur so ist von Grundidee, es geht ja um Politik und Entwicklung und so weiter, wenn man sowas halt nicht in von Jahr 0 bis so macht, sondern halt nur in mehreren Jahren abschmeißt. Es gibt auch genügend Politik-Simulator. Ich wollte gerade sagen, wie heißt denn dieses eine Spiel mit Politik-Simulator? Ich glaube, heißt es. Ja, wie soll es aber. Also die heißt ja nicht Frau Merkel, die heißt dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie anders. Sonst anders, und Obama gibt es auch, und den Russen, hier Putin gibt es auch. Ich erinnere da nur mal kurz an ein Neo-Magazin oder an den Flüchtlingssimulator. Das ist die Satire. Ja, es gibt es halt als Satire, aber ich kann mir durchaus vorstellen, da das Thema ja doch sehr, sehr viele bewegt, wenn man das irgendwie, ja, oft leider. Ja, in so ein Medium packen kann, kann einerseits ja auch Denkanstoß sein, sagen wir mal ein bisschen, aber das, glaube ich, kann jetzt in ein paar Jahren sein, weil jetzt ist es alles einfach zu heiß, zu undurchsichtig. Aber ich glaube, mit Abstand, wenn sich es dann irgendwann geregelt hat und irgendwann geordnet abläuft, sage ich mal, und sich das alles beruhigt, dann kann man das durchaus, finde ich, auch in solchen Medien dann irgendwie behandeln. Ich glaube aber auch, dass, also das behaupte ich jetzt einfach mal, dass die Leute, die sich so über dieses ganze Flüchtling, die sich da aufregen, das sind halt auch, behaupte ich jetzt einfach mal, oft Leute, die gar nicht mal als unbedingt gegen Flüchtlinge, also natürlich sind sie auch gegen Flüchtlinge, aber auch allgemein, die haben einfach vielleicht ein bisschen Angst vor der Zukunft. Also halt vielleicht selber aus irgendeinem Grund vielleicht auch nicht gut ausgebildet sind oder einfach ein bisschen Zukunftsängste haben. Nur das dann den Leuten in die Schuhe zu schieben, die dafür eigentlich überhaupt nichts können, anstatt mal eigentlich die Armut von vielen Leuten ist ja dadurch bedingt einfach durch unseren Kapitalismus, den wir immer noch haben. Wir haben Banken, die wie blöde spekulieren. Wir haben einfach ein paar mehr oder weniger sehr reiche Leute, die halt, also klar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kommunistisch angehaucht, aber es ist ja nicht ganz abwegig. Es gibt halt ein paar Reiche, die wirklich sehr viel besitzen, und da frage ich mich, warum regt man sich nicht über die auf und nicht über die armen Schweine da, die aus einem zerbombten Land im Winter übers Meer schippern, da sich dann durch den Balkan schlagen müssen bei Schnee und Kälte und Rassismus, was es da alles gibt. Also, die können da am wenigsten für. Auf jeden Fall. Da wollen wir ja auch gar nicht drüber diskutieren. Ich denke halt vor allem, dass wir auch hier in Deutschland ein Problem haben, weil, okay, ich sage jetzt nicht in Deutschland, ich sage in Bayern. Wir leben hier in Bayern, und es ist so, dass wir hier viele, wie drücke ich es am besten aus, Menschen haben, die noch sehr, sehr konservativ denken. Wir haben vor allem, also in den Städten,
in München und in, ich glaube, Ingolstadt, Augsburg und Nürnberg ist mittlerweile überall SPD, genau. In jeder größeren Stadt, glaube ich. Und überall auf dem Land ist aber noch CSU. Ich will das auch gar nicht auf die Partei runterbrechen, das ist kompletter Schwachsinn. Weil es auch Leute gibt, die CSU wählen, die absolut vertretbare Meinungen haben. Was heißt vertretbar? Die gute Meinungen haben. Ich kann mich erinnern, ich habe da mit der Frau, hatten wir schon mal drüber geredet, Hasselfeld geredet und die war auch ganz okay. Und ja, da, wie gesagt, da haben wir einfach ein Problem, dass viele ältere Menschen, sage ich mal, noch sagen, na, mit den ganzen Flüchtlingen, da mag ich nichts zu tun haben, hey, alle raus mit denen, weißt du? Würde ich aber gar nicht mal aufs Alter nur festlegen. Also nicht, ich glaube, das ist eher so nur, auf das soziale Umfeld, würde ich es eher beschränken. Ja, ich weiß nicht. Auch gar nicht mal unbedingt auf Bildung. Vielleicht, nein, nein. Vielleicht, dass es so ein bisschen, also ich behaupte nicht, ich meine, das ist so, dass ich das schon eher Tendenz, wenn du einen niedrigeren Abschluss hast, dass du eher dahin tendierst, aber... Was denkst du? Ich denke ganz, ich glaube, dass genau das Gegenteil ist, weil wenn du auf der Hauptschule, jetzt mal ganz hart gesagt, bist, hier in der Umgebung, dann kommst du zwangsläufig in Kontakt mit sehr vielen ausländischen Personen und die tolerierst du dann auch. In Mammendorf? In Mammendorf weiß ich es jetzt nicht ganz genau. In Bruck vielleicht? In Bruck auf jeden Fall. Ich war. Yeah. Ich habe ein Jahr lang da praktisch verbracht, nachdem er Gymnasium. Danke, ciao. Und die tolerieren sich alle komplett untereinander da. Und ich denke eher, je höher du kommst, ich erinnere mich an meine Zeit auf dem Gymnasium, ich hatte keinen einzigen, der irgendwie jetzt aus dem osteuropäischen oder nordafrikanischen Raum irgendwie kam. Oder ich überlege gerade, wie viel meiner Stufe ist. Wir hatten einen Russen in der Stufe, eine Chinese. Ja, aber das ist auch, also wenig, ja. Asiaten ist auch ein bisschen was anderes noch. Die sind einfach akzeptiert. So. Also dafür, dass wir ja in der in Bruck doch einige Türken haben, waren bei uns haben wir schon eher wenig. Aber was ich da noch kurz, also ich kann es jetzt nur sagen, so aus meinem persönlichen Uni-Umfeld da in der Form, da haben wir schon auch einige mit, ich weiß nicht, ob die jetzt Migration, aber halt Türken, zumindest türkischstämmige oder sowas. Und da muss ich sagen, oder auch generell, als ich in Augsburg studiert habe, da habe ich eigentlich das nie erlebt, dass es da große Unterschiede gab. Also da, das war, die hießen dann vielleicht irgendwie Sergan, was weiß ich, aber das war eigentlich so total normal. Es waren halt, also ich habe da nicht das Gefühl gehabt, dass es da irgendwelche Ausgrenzungen oder sowas gab. Also da waren halt alle Studenten. Und ich glaube vor allem ganz, dass es mittlerweile, ich glaube schon, dass in unserem Alter die Prozentzahl der Leute, die sagen, Flüchtlinge raus, viel niedriger ist als in einem Alter von, sagen wir, über 50 bis... Meinst du jetzt hier in Bayern oder in Deutschland? Schwierig zu sagen, aber ich kenne zum Beispiel in meinem persönlichen Umkreis jetzt niemanden, der sagt, raus mit denen. Und das sind wirklich teilweise Leute, die sind dumm. Wenn solche Leute sowas sagen würden, wäre ich aber auch nicht mehr mit ihnen befreundet, muss man fairerweise. Ich scheiß da ganz ehrlich, ich bin jemand, der akzeptiert Meinungen von anderen Leuten weitestgehend. Wenn jetzt jemand sagt, weiß ich nicht. Also Flüchtlinge raus würde ich mich schwer tun mit. Oder wenn jemand Pegida liked. Also das wäre für mich schon so eine Grenze. Kenne ich auch Leute, keine Ahnung, aber das ist mir so scheißegal. Ich tue mich schwer damit, wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, schwule Ausländer und sonst irgendwas gehört vergast. Das ist was, wo ich sage, okay, hör auf, ciao. Aber trotzdem kann ich jedem seine eigene Meinung in einer gewissen Weise zugestehen. Und ich glaube, dass in unserem Alter wenige Leute sagen, Flüchtlinge raus. Glaube ich. Weiß, also ich kenne jetzt so auch keinen. Ist halt immer die Frage, aus welchem Umfeld man kommt. Ich denke mal nicht, dass wir da repräsentativ sind vielleicht. Nein, aber wahrscheinlich. Aber so in unserem Umfeld vielleicht jetzt eher nicht, weil dadurch, ich behaupte jetzt einfach mal, um wieder einen kleinen Bogen zu schlagen, dadurch, dass wir ja, ich behaupte mal, wir sind jetzt alle Zocker, da ist diese Internationalität, denke ich mal, deutlicher vertreten. Gerade wenn du Multiplayer spielst, da ist es normal, dass du dich mit allen möglichen Leuten rumschlägst. Wenn man mittlerweile ja sagen muss, dass die, wie nennt man es, dass die Spiele so gemacht sind, dass man eigentlich nur mit Leuten aus, also mir fällt's halt, Europa. Genau, mir fällt es halt auf, in GTA bin ich meistens nur mit Deutschen. Echt? Es ist echt krass. Im Chat, ich spiele es auf dem PC und im Chat ist wirklich immer nur Deutsch, Deutsch, Deutsch. Das merkt man schon, dass die Spiele da Acht drauf geben, dass man nicht mit irgendwelchen anderen sind. Oder was ich halt in FIFA vor allem oft merke, ist, dass halt immer, dir habe ich das mal erzählt, so die Franzosen, die dann immer, bitte, 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 ins Mikro schreien. Also ich höre da selten... Völkerverständigung. Ich höre da selten einen irgendwie, weiß ich nicht... Mir ist jetzt gerade was richtig Böses eingefallen, ich sag's nicht. Aber ich höre da selten Arabisch oder... Du kannst ja auch gar nicht.
Also ja, gut, aber es fällt mir auf, wenn da jemand irgendwie. Ja, ja, aber ich meine, Arabel, also du hast ja meistens Europa, also zumindest, dass die also Europa abgetrennt ist. Ja, ich sag ja, also da, keine Ahnung. Ja, ich meinte damit jetzt auch nicht, dass das jetzt ein großes. Gut, ich glaube, jetzt müssen wir das Mikro nehmen mittlerweile. Ja, super. Ja. Also ich glaube nicht, dass das, also ich behaupte, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Alex im Ark gespielt habe, das war schon so ein bisschen international auf jeden Fall, also zumindest europäisch, dass wir da, was hatten wir da neulich, Russe oder was weiß ich, was das war, der dann so gebrochenes Englisch geredet hat. Nee, aber ich wollte damit nur sagen, dadurch, dass wir ja doch, also so sehe ich mich zumindest, also ich würde mich jetzt sehr, also ich lebe sehr gerne hier in Deutschland, habe auch diese ganze Anhalt habe ich sehr gerne, aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt nur als so als reiner Deutscher, so da habe ich große Probleme mit mich da so zu sehen. Also bin ich auch nicht. Also ich würde auch gerne mal in andere Länder da mal wohnen, das mal austesten. Ach so, meinst du? So. Ja, ja, nee, ist klar. Also. Und ich glaube halt, dass du Sachen, die bei uns in Deutschland scheiße sind, das wirst du in jedem Land irgendwie finden. Du hast in jedem Land Idioten und so ist das halt auch bei den Flüchtlingen, bei uns Deutschen. Du hast halt ein paar Arschlöcher. Bisschen menschlich, na gut, Abfall ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber. Natürlich, hä? Keine Ahnung. Keine ja, Deutsche, nennen wir es menschlicher Abfall. Sind, also. Menschlicher Abfall, da hast du bei den Flüchtlingen, hast du bei den Deutschen, bei den Franzosen, bei jedem Volk. Und deshalb sollte man, ich finde, es wird immer viel zu viel drauf geachtet, was einen unterscheidet und nicht, was einen zusammenhält. Zocken. Können wir fast das Schlusswort dem Zocken helfen? Zocken verbindet. Gibt es den Flüchtlingen alle PCs und macht's ihnen Call of Duty irgendwas drauf? WoW Goldfarm. Ja, was finde ich? WoW in World of Warcraft Goldfarm gehen. Achso, wie die Chinesen machen. Ja, das hilft jedem. Am besten 1 Euro die Stunde. Ja, aber man sieht es bei diesem Thema. Man fängt an, über XCOM zu reden, kommt von einem zum anderen, weil es einfach so präsent ist und Leute so viel bewegt. Das sieht man einfach daran. Ja, das hat sich keiner mehr angeschaut. Ich hab das eh ausgegliedert, diesen Part hier. Der passte nicht mehr dieses ganze Konzept mit rein. Am Anfang schon noch, aber das andere war jetzt hier in einem eigenen Video. Aber wir haben schon gemerkt, dass... Ach so. Ja, ja. Ist gut. Mit zwischendrin ausgegliedert, weil mittlerweile das Mikrofon ist voll, die Kamera war voll, weil wir uns einfach so lange und ausgiebig drüber unterhalten haben. Aber ist ja nicht verkehrt, weil man sieht, dass die Themen einfach beschäftigen. Das gehört auch dazu. Wir zocken ja nicht nur, wir schauen auch, was in der Welt schon passiert. Manchmal machen wir auch was anderes. Ja, da gehen wir mal, weil wir gerade Ladezeiten sind im Browser und schauen mal, was die News so sagen. Ja, genau. Ja, nee, so ist ja nicht. Aber es ist klar, wie gesagt, ich glaube nicht, dass einer von uns ein Hardcore-Zocker ist. Nee, also es gibt schon ganz andere. Also es gibt Leute, die mehr zocken, aber es gibt bestimmt auch viele Leute, die weniger zocken. Ich denke, es gibt sehr, 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 sehr viele Leute, die weniger zocken, aber ich denke, es gibt... Hand aufs Herz, wie viele Stunden am Tag? Am Abend, keine Ahnung, so tagsüber wirklich eigentlich gar nicht. Kommt halt immer davon, hast du Ferienzeiten, hast Urlaub, setze ich mich halt an den PC arbeiten. Und mache halt vielleicht ab und zu mal hier und gucke halt mal und weiß ich nicht, aber wirklich zocken tue ich am Abend so ab, weiß ich nicht, 8 bis 11:30 oder so. Also es ist schon viel, aber es ist jetzt nicht so, dass mein ganzer Tag dadurch irgendwie eingenommen wird, sondern ich mache halt, wenn ich aus der Arbeit komme, irgendwas anderes mit irgendwelchen Freunden, bla bla. Und dann am Abend, wenn halt alle weg sind, dann weiß ich nicht, bevor ich mich vor den Fernseher setze und mir irgendeine scheiß Assi-TV-Rotze reinziehe, Alter, da setze ich mich lieber hinter den PC und höre mir dumme Deutsche an, die in GTA sich aufregen. Ich finde halt, also es kommt halt immer drauf an, kurz und nochmal, um jetzt auf die Zocker-Debatte zu kommen, es kommt halt immer drauf an, hat man sonst ein gefestigtes soziales Umfeld, Arbeit, bla bla. Und man sollte halt, wer ist jetzt, was ich so persönlich versuche, wenn man Treffen hat, die irgendwie persönlich sind oder sowas, dass man das halt immer vorzieht. Ja. Aber wenn man halt nichts hat und einem sonst eh nur langweilig ist, dann kann man auch zocken. Ist ja auch ganz ehrlich so, keine Ahnung, tue ich mir auch nicht schwer, das so zu sagen. So, es gab auch bei mir so Zeiten, wo ich einfach gar keinen Bock hatte, irgendwie so einfach nach der Schule so mit irgendwelchen anderen was zu machen, sondern da gab es halt einfach, weißt, musst du überlegen, es gab so eine Zeit, in der bist du nach der Schule immer mit irgendwelchen Leuten zum See oder von irgendwelchen Brücken in Fluss gesprungen oder sonstige Sachen, aber die Zeit nutzt dich halt ab. Und dann hat man, es ist so, keine Ahnung. Ja, das war und recht, dann setzt man sich halt mal ein halbes Jahr oder was weiß ich hin. Bei mir war das so krass, wo ich so ultra hart FIFA gesuchtet habe. Keine Ahnung, war halt eine Zeit, aber ist mittlerweile auch nicht mehr so. Ich habe FIFA, glaube ich, seit 3,5 Wochen nicht mehr angerührt. Dafür spiele ich ab und zu mal GTA, aber trotzdem, es ist halt einfach so eine... Ich bin nicht seit Monaten oder seit Jahren das Kellerkind, was unten sitzt und schon 3 Dioptrienbrille hat. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie viel es bei dir sind, aber... Ich weiß schon, aber... Ja. Wird sowieso schlechter, aber... Ja. Ich weiß. 2 habe ich, glaube ich. 1,25. Auf dem einen Auge bin ich blind. Nee. Doch. Nee. Doch.
Aber hat nichts damit zu tun. Zocken ist unschuldig, aber man könnte jetzt natürlich auch sagen, die genetische Mutation, die ich habe, lag am Zocken. Mama sagt immer, ich habe schon eckige Augen. Ach, das war also ein schöner Spruch. Mein Augenarzt, das kann ich hier nochmal anwenden, hat immer gesagt, dass PC und Fernsehen eigentlich gut für die Augen sind. Das ist Entspannung für die, weil es für das Auge anstrengend ist, hin und her zu wandern. Wenn man im richtigen Abstand sitzt, ja. Wenn man nicht von seinem Zuhause... Ja, wegen Austrocknen kann es halt problematisch sein, aber so grundsätzlich fürs Auge ist Entspannung. Wir können sie meinen Augenarzt einladen. Der hat das bei dir versichert und analysiert. Augenarzt einladen. Ja, haben wir hier mal einen Gast. Unser erster Gast hier wäre Augenarzt. Nein, oder aber Optiker. Ich finde auch, dass das generell, finde ich, ein bisschen zu emotional auch hier dargeführt wird, diese Zockerdebatte, wie viel ist gut. Das, man muss halt, ich finde, man kann da nicht sagen, was weiß ich, wenn du 2 Stunden ist okay und ab 3 ist kacke. Das kommt, denke ich, drauf an einfach. Also wenn du jetzt, vor allem das trifft eigentlich auf alles zu. Wir stellen uns mal, das ist immer so ein gern geführtes Beispiel und Talkshows immer, wenn jemand den ganzen Tag zockt, wird er als hoffnungsloser Fall gesehen, aber stellen wir vor, jemand sitzt den ganzen Tag zu Hause und liest. Das würde dann als was deutlich Wertvolleres angesehen. Aber der wäre auch ein Kellerkind. Ja, aber auch mit einem anderen Grund, weil wenn jemand liest, also wir möchten jetzt nicht darüber diskutieren, dass Lesen definitiv, ich tue es nicht, aber dass das definitiv die Bildung, bildendere Variante kommt ist. Drauf an. Ja, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Mein Kampf liest 50 Shades of Grey oder Mein Kampf liest, dann ist es sicher bildender, aber... Also Mein Kampf mit den wissenschaftlichen Anmerkungen würde ich durchaus. Ja, bestimmt, ja, das haben wir die neue Version, da kann man mal eine Lesestunde machen. 1800 Seiten hat der Spaß. Also ich habe Mein Kampf ja gelesen. Ich nicht, wir durften es damals noch gar nicht in der Schule. Ja, ich durfte es auch nicht, aber in Italien darf man. Ach, und da ist es auf Deutsch? Ja, das kannst du im Internet haben. Aber also zu dem Mein Kampf, wenn ich das mal kurz einstreuen darf, das kannst du, also ich persönlich konnte das null ernst nehmen. Ja, ja, klar, also das habe ich auch letztens im Radio eine Kritik gehört, das ist echt übel. Also. Wenn du jetzt nicht wüsstest, dass das halt, also wenn man jetzt nicht wüsste, dass das wirklich dann auch tatsächlich umgesetzt wird, denkst du, ja, das ist halt irgendein Spinner, der irgendwas genommen hat und dann einen Scheiß zusammenschreibt. Vor allem, ich finde es halt auch echt krass, so der Typ war halt, okay, er war dafür bekannt, dass er sehr gut reden konnte, aber er war nicht dafür bekannt, dass er gut schreiben konnte. Und dieses Buch ist einfach nur erfolgreich, weil es halt nun mal leider Hitler ist, war, wie auch immer. Ja. Und das Buch wäre wie eins von 140 Millionen anderen irgendwo auf dem Scheiterhaufen gelandet, wenn der Mann nicht... Das wäre gar nicht erst gedruckt worden. Ja. Das ist halt rassistisch, antisemitisch und vor allem auch in so einer Form, dass es nicht mal irgendwie, das versucht das ja nicht mal irgendwie zu verschleiern oder zu kaschieren, sondern da stellen, die Juden sind ungeziefer, also steht da wirklich alles so astrein drin. Ich hab's nie gelesen, aber. Und ja, doch, steht da schon. Aber man merkt auf jeden Fall, über diese Themen könnte man stundenlang diskutieren. Wir müssen an der Stelle langsam zum Ende kommen, weil sonst wird die ganze Technik hier überladen. Und oh, alles und unsere Softboxen explodieren, was ihnen noch alles, was da alles noch möglich sein kann. Wir haben über viel diskutiert. Ich habe noch ein paar Schlussworte. Du hast noch ein paar Schlussworte, dann darfst du dir. Ich wollte nochmal Werbung für deinen WoW-Stream machen. Der da nochmal Werbung für Cola Rebel machen. Also wenn ihr wach sein wollt, dann trinkt der Cola Rebel ungefähr eine Dose, hat ungefähr 8 Tassen Kaffee. Mehr, glaube ich. Ich bin wach. Ja, ich bin wach. Das war gerne. Nee, 10 sind sogar, Entschuldigung. Das war Politik ab. Ja, Politik. Kultur ab. 80 Milligramm. Politik Kultur ab. Koffein pur. Ja, ein sehr spannendes Thema. Und jetzt kommt an dieser Stelle ein Cut.